Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch diesen Kurs und in dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie ihr Seiten verlinken könnt, und das Ganze passiert mit den Tags in Winkelklammern A. Und achtet bitte darauf, hier folgt jetzt noch etwas, das zeige ich euch gleich. Und mit dem End-Tag Schrägstrich A, auch in Winkelklammern dazwischen, steht ein Text. So, und wie das aussieht, das werden wir uns jetzt gleich ansehen. Ich möchte als allererstes meine zweite Internetseite. So, und hier habe ich mir jetzt eine Internetseite oder eine zweite Internetseite geschrieben, die im Prinzip das gleiche enthält, was die erste Internetseite enthält. So, da habe ich ein bisschen Sachen reingeschrieben in das Body-Element. So, und das würde dann auf dem in dem Internetbrowser erscheinen. Also gar nichts Großes auch. So, und das möchte ich jetzt verlinken. So. Und dazu gibt es eben diesen Befehl A. Ich mache das jetzt nochmal ohne das, was zusätzlich dazu kommt. Und das End-Tag setze ich auch, also in Winkelklammern Schrägstrich A. Und jetzt gehe ich nochmal zu meinem Start-Tag zurück, drücke einmal die Leertaste und schreibe hinein href ist gleich. Und jetzt muss ich Anführungsstriche auf Anführungsstriche zusetzen. Und in die Anführungsstriche schreibe ich jetzt meine Internetseite hinein. Und in diesem Fall liegt das im gleichen Ordner wie meine, hier meine Startseite, das Dokument hier, was wir hier erstellt haben. Und ich schreibe einfach nur rein p001.html. So. Und das müsste jetzt eben dazu führen, dass hier mir diese Seite angezeigt wird. So, ich speichere das Ganze ab und gehe in meinen Internetbrowser hinein und lade den erneut. Und ihr seht, hier habe ich jetzt eine blau unterstrichene, Text, den Text, den ich eben zwischen diesen A-Befehlen reingeschrieben habe, und ich drücke da jetzt mal drauf und ihr seht, jetzt wechselt er mir die Seite, und ich kann das Ganze auch noch mal machen mit zum Beispiel einem mit einer Seite aus dem Internet, und da nehme ich jetzt zum Beispiel mal frederikweitz.blogspot.com. Das ist meine. Und ist es das überhaupt? Ja. So, einen Moment. Ja, doch. Und zwar nicht com, sondern de. Muss ich reinschreiben. Ich schließe das Start-Tag mit der Winkelklammer, schreibe hinein mein erster Blog, Rhetorik und Literatur, und schließe das mit dem End-Tag. Upsala. Ah, darf ich nicht vergessen. Speichere das Ganze wieder ab und lasse mir das in meinem Internetbrowser anzeigen. Jetzt gehe ich mal hier zurück. Ich kann also ganz normal auch wie im Internetbrowser zwischen den Seiten, die ich geschrieben habe, hin und her navigieren. Jetzt lade ich das Ganze nochmal. Jetzt seht ihr, hier hat er mir einen dritten, das ist nicht schön, dass das so hintereinander steht, aber okay, hat er mir ein zweites Link dazu gesetzt. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, ihr seht, dass sich also der Mauszeiger wandelt. Der wird wieder, also wie ihr das auch von den Links gewohnt seid im Internet, wird er hier zu so einer kleinen Hand mit einem Zeigefinger nach vorne. Und dann gehe ich da mal drauf. Und, na, was soll das denn? Jetzt hat er mir das
irgendetwas stimmt hier an dem ganzen, an der ganzen Sache nicht. Ah, und ich kann euch auch gleich sagen, warum. Das Wichtigste habe ich nämlich vergessen. Und zwar http Doppelpunkt zweimal Schrägstrich, denn der muss ja über das Internet gehen. Und das ist die vollständige Internetadresse. Das passiert, weil Google Chrome, aus dem ich mir das hier abgeschrieben habe, das zeigt diese den Anfang nicht mit an. So. Und zeigt einfach nur hier diesen Abschnitt an. Das habe ich vergessen. Also wenn ihr ins Internet reingeht, immer bitte vorher hinschreiben http Doppelpunkt zweimal Schrägstrich. So. Und wir speichern das Ganze nochmal ab, gehen nochmal in die Internetseite hinein. So, und jetzt verbindet er das und jetzt bin ich auf meiner Internetseite gelandet. So, hier. Na komm. Also, da sind wir. So, und so kann man sich eben Links setzen. Das geht noch sehr viel schicker. Und man kann hier 1000 tolle Sachen machen, aber uns reicht das jetzt hier erstmal. So, vergesst bitte nicht, dass hinter dem A-Befehl dann noch etwas kommt. Das nennt man im HTML ein Attribute, eine Eigenschaft. Und das wird definiert durch hier vorne den Namen, dann ein Gleichheitszeichen und der Inhalt wird in Gänsefüßchen gesetzt. Das ist ganz wichtig. Die Gänsefüßchen hier, die sind wichtig dabei. Ne? So, die beiden. So. Und der Inhalt, der wechselt halt von je nachdem, was man da jetzt reinhaben will. So. So, jetzt wisst ihr, wie man einen Link setzt. Erstmal ganz simpel und einfach. Beim nächsten Mal zeige ich euch noch, wie man ein Bild auf den Bildschirm bringt. Auch erstmal so eine ganz simple und einfache Methode. Und dann kommen wir nochmal ganz grundsätzlich zu dem, ja, zu der Philosophie hinter HTML zurück und wozu das Ganze dient. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und schauen uns an, wie wir Bilder hochladen.